Urteil. Womit kann das zu tun haben, dass eine Person, nachdem er rechtgeleitet wurde von Allah, alles gelassen hat? Das hat viele Gründe, aber wir wollen die wichtigsten erfahren. Helft mir, liebe Geschwister. Na. Schlechte Freunde. Schlechte Freunde. Wallahi, eines der wichtigsten Gründe. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt über zwei Freunde, die Yawmul Qiyamah miteinander streiten werden. Allah sagt, Al-Akhillau Yawma'idhin Ba'aduhum li Ba'din Adu illa al-Muttaqin. Die Freunde werden am Tage der Auferstehung, wenn sie im Höllenfeuer bestraft werden, sie werden einer des anderen Feind sein. Sie werden Feinde füreinander sein. Außer die Gottesfürchte. Weil ihre Freundschaft hat ihnen etwas genützt. Sie haben sich zu was motiviert? Zu den guten Taten. Aber diese Leute, die haben sich zu den schlechten Taten geleitet. Und heute sind sie beide in Jahannam. Und beide hassen sich und verfluchen sich gegenseitig. Bevor du morgen deinen Bruder verfluchst, verlass ihn. Lass ihn, Yachi. Möchtest du, dass er dich in das Höllenfeuer hereintreibt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ يَعَبُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Er wird sagen, يَا لَيْتَهَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen. Was hat er beklagt vor Allah? Was hat er beklagt? Warum hat er mir nicht seine Schwester zum Heiraten gegeben? Warum hat er mir kein Geld gegeben, damit ich dieses oder jenes damit hätte verwirklichen sollen? Was hat er beklagt? Die Freundschaft an für sich. Hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen? Aber der Shaitan, er lässt doch wahrlich den Menschen im Stich. Das ist ein Punkt, wenn du schlechte Freunde hast, sie werden dich vom Weg abirren lassen. Ein zweiter Grund, wir wollen drei Gründe insgesamt nennen. Bitte schön. Fehlende Aufrichtigkeit, sehr gut. Eine Person, er hat das eigentlich, diesen Weg für Allah Azzawajal, nicht richtig für Allah beschritten. Es kann sein, dass er eine Lebenskrise hatte, dass er 3, 4 Prüfungen hatte im Leben. Dann hat er gesagt, ja, und das Leben ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich versuche es mal anders. Ich versuche es mal anders. Dieser Versuch ist kein Yaqin, ist keine Gewissheit. Und er wird diesen Weg, der schwer ist zu beschreiten, ohne Zweifel, er wird ihn nicht beschreiten können, außer mit der richtigen Aufrichtigkeit, bi'idhnillah ta'ala. Und ein dritter Grund, bitteschön. Ich weiß nicht genau, vielleicht zu viele Sünden, dass ich keine Tauber gemacht habe. Das Herz sehr gut. Geworden. Zu viele Sünden, er ist fortgefahren mit diesen Sünden und es hat sein Herz immer schwärzer und schwärzer gemacht. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aber nein, daraufhin haben sich ihre Herzen verhärtet. Warum? Allah Azzawajal sagt, daraufhin hat sich eine Schicht über ihre Herzen gelegt für das, was sie an üble Taten, an Sünden begangen haben. Und so ist das Herz schwärzer und schwärzer geworden, bis Allah subhanahu wa ta'ala es versiegelt hat, liebe Geschwister.